já esqueci você. Tento crer nesses lábios que meus lábios sugam de prazer. Sugo sempre, busco sempre a sonhar em vão. Cor vermelha, carne da sua boca. Wer als Reisender hier ankommt, den empfängt ein atemberaubender Anblick. Rio de Janeiro, die Stadt an der Ostküste Brasiliens, kann mit allen Facetten einer Weltmetropole punkten. Wer sich mit der Seilbahn auf den Zuckerhut begibt und dort den Blick über die zweigeteilte Stadt gleiten lässt, dem liegt die glänzende Metropole förmlich zu Füßen. Zur Rechten das Geschäftszentrum, die Downtown City, und zur Linken die Traumstrände und Hotels an der Copacabana. Was also unternehmen? Baden, shoppen oder arbeiten? Die Cariocas, wie die Einwohner von Rio auch genannt werden, die sich zur Mittel- oder Oberschicht zählen, dürfen sich diese Frage wohl mehrmals täglich stellen. Denn wer mit einem der gut bezahlten Jobs bei einer der Banken oder Ölkonzerne versorgt ist, kann sein Leben in dieser Weltmetropole frei gestalten. Dazu gehört auch, zum Beispiel nach dem Job in einem der berühmten Cafés wie dem Colombo eine kurze Kaffeepause einzulegen. Oder sich in einem der vielen Restaurants mit Freunden zu treffen und einfach zu feiern. Ja, Musik und Feiern, das lieben die Menschen hier in Rio. Man trifft sich bei einem Glas Bier und bewegt sich vergnügt im Rhythmus der Samba. Natürlich zur Live-Musik. Rio ist eine geschäftige Stadt. Überall wird gebaut. Alles ist im Fluss, eben wie man es von einer Weltmetropole nicht anders erwarten würde. Das sorgt für jede Menge Jobs. Und die Touristen? Die tummeln sich an der Copacabana, gehen morgens joggen, später dann an den Strand und gegen Abend auf einen Caipirinha an die Bar. Und die Strände Rios, die Copacabana oder in Ipanema, sind wirklich ein Traum. Sauberes Wasser, Sand, Wellen, alles perfekt. Und das mitten in einer Großstadt. Ja, bis hierher eigentlich alles top. So könnte man meinen. Aber gibt es da nicht auch noch die andere Seite der Medaille? Ja, die gibt es. Denn Rio ist auch die Stadt der großen Gegensätze, der Kluft zwischen Arm und Reich. Wer diesen Kontrast tatsächlich hautnah erspüren will, den führt der Weg unweigerlich an den Stadtrand, in eine der zahlreichen Favelas. Hier, in den armen Vierteln der Großstadt, ticken die Uhren des Lebens anders. Und sehr oft auch deutlich kürzer als bei uns. Denn hier haben die Drogenbosse das Sagen. Und wer sich ohne Rücksprache mit ihnen zu weit in die engen Gassen und Winkel vorwagt, dessen Leben könnte ein allzu schnelles Ende erfahren. So wie es erst vor kurzem einem Fotografen erging, der alle Warnhinweise ignorierte.
Nun also auf in die Favela. Einmal von unten nach oben. Fast eine kleine Bergtour. Unser Guide heißt Renato, ein Einheimischer mit guten Kontakten zu den Drogenbossen. Er hat bereits alles für uns organisiert. Wir dürfen sogar filmen. Jedoch keine Männer, denn die wollen möglichst unerkannt bleiben. Ein weiterer Begleiter unserer Tour ist Uli Koch, ein pensionierter Lehrer aus Tauberbischofsheim, der hier in den Favelas seit gut 20 Jahren ein Musikschulprojekt betreibt. Beim Anblick dieser engen Gassen und der provisorischen Elektrokabel kann einem schon schwindelig werden. Vor allem, wenn einem klar wird, dass hier auf engstem Raum mehr als 100.000 Menschen zusammenleben. Fast wie in einem Ameisenhaufen. Auch unsere Favela, die übrigens Rosinha heißt, hat einen Eingang, an dem sich das Leben tummelt. Menschen über Menschen, ein einziges Gewusel. Aber kein Chaos und keine Rempeleien. Man sieht, die Favela-Bewohner haben sich an die Enge angepasst und gehen entsprechend rücksichtsvoll miteinander um. Mitten durch die Favela zieht sich ihre Hauptschlagader. Eine Straße, die von unten nach oben den Berg heraufführt. Hier muss man durch, wenn man in die oberen Regionen vorstoßen will. Am schnellsten geht das mit einem Motorradtaxi. Einfach Ziel ansagen, Helm aufsetzen und los geht's. Ein gewisses Gottvertrauen ist bei der rasanten Fahrt sicher kein Fehler. Apropos Gott und Kirche. Gemeinsam mit Uli treffen wir seinen Freund, den Priester James. Er lebt schon seit vielen Jahren in der Favela und kennt sich bestens dort aus. Das Hauptproblem bei unserer Arbeit hier ist der Drogenhandel. Es ist ein schwerwiegendes Problem, weil viele Jugendliche darin involviert sind. Es gab mal die Präsenz des Staates, aber sie hat kaum Fortschritte bewirkt. Im Gegenteil. Sie war ein Rückschritt. Für uns Priester ist es aber trotzdem ein guter Ort zum Arbeiten, für unseren Auftrag. Wir hören hier schreckliche Geschichten. Da hören wir zu und helfen mit tröstenden Worten. Zum Wohnen als normaler Bürger ist es hier nicht ideal. Es ist zum Beispiel schwierig, ein Kind großzuziehen. Dann die Enge der Hütten. Alles muss mit den Händen rauf und runter getragen werden, schwierig für Alte und Kranke. Und der Müll. Es gibt Häuser, wo keine Luft reinkommt. Die reinsten Höhlen. Ja, die Drogenkartelle. Ja, die haben große Macht. Heute gibt es einen Konflikt zwischen den Drogenbanden und der Polizei. Ständig gibt es Schießereien, die den Bewohnern Angst machen. Die Bewohner trauen sich nicht, sich frei zu bewegen. Oder sie verstecken sich. Ja, es gibt noch eine starke Präsenz der Banden. Und das erschwert gewisse Arbeiten. Selbst für uns Priester ist es nicht mehr so leicht, überall hinzugehen wie früher. Es ist beunruhigend. Ich hatte schon Kontakt mit einem Drogenboss, der heute im Gefängnis sitzt. Es war ein Kontakt, ohne die Dinge zu vermengen, ein rein religiöser Kontakt. Er kam einmal, um seine Tochter taufen zu lassen. Das taten wir, aber wir baten ihn, nicht bewaffnet in die Kirche zu kommen. Der Charakter eines Drogenbosses kann man vielleicht so beschreiben. Die meisten sind brutal, gewalttätig und unberechenbar. Der Neem, der heute im Gefängnis sitzt, ist allerdings relativ intelligent und ruhig. Er ist auch in gewissem Sinn religiös. Er respektierte die Kirche und wollte keine Konflikte.
Uli und der Padre unterhalten sich noch eine ganze Weile über das soziale Gefälle innerhalb der Favela. Denn unten am Eingang leben ja die besser Situierten, die in der Regel alle einen Job haben und für ihre Familie sorgen können. Ganz anders ist das im oberen Teil der Favela. Hier ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch, der Drogenhandel floriert und die Menschen haben oft keine Perspektive. Für Uli eine Situation, an der man dringend etwas ändern müsste. Nesses lábios que meus lábios sugam de prazer. Sugo sempre, busco sempre a sonhar em vão. Cor vermelha, carne da sua boca. Zum Abschluss des Tages nimmt uns Uli mit in seine Musikschule. Die Musikschule Rossinia liegt am Rande der Favela und ist in einem ehemaligen Hotel untergebracht, das die Stadt Rio vor einigen Jahren erworben hat. In diesem Wolkenkratzer sind vor allem staatliche Sozialdienste angesiedelt. Nur die Musikschule darf als einziger privater Träger ein ganzes Stockwerk für ihre Arbeit nutzen. Und tatsächlich, es wird fleißig gearbeitet. Denn an allen Tagen in der Woche findet hier Musikunterricht statt. Flöte, Gitarre, alle klassischen Instrumente und sogar ein Chor und ein Orchester proben regelmäßig. Der Musikunterricht ist für die Kinder aus der Favela kostenlos. Ja, natürlich, das ist ein soziales Investment in Menschen, in Kinder, in Jugendliche, die vielleicht verloren wären, ja, und die man gewissermaßen rettet, ja, durch die Musik, also in die, herausholt aus einer prekären Welt, also besonders nicht nur materiell prekär, sondern auch bildungsmäßig prekär. Ja? Und also den Kindern dadurch Hoffnung gibt. Ja? Hoffnung auf eine bessere Welt. Das ist, glaube ich, die Hauptintention, durch die Musik den Kindern also einfach eine Tür zu öffnen in eine andere Welt, in eine bessere Welt. Ja? Hier in der Musikschule treffen wir auch auf Anna. Sie hat gerade damit begonnen, Cello zu lernen. Offensichtlich findet sie uns sympathisch und wir dürfen sie zusammen mit ihrer Schwester und ihrer Mutter nach Hause begleiten. Es wird schon langsam dunkel und eigentlich sollten wir uns jetzt nicht mehr in der Favela aufhalten, aber wir sind ja in Begleitung Einheimischer. In diesem kleinen Unterschlupf leben die drei also, wenn man hier überhaupt von Leben sprechen kann. Eine Hütte ganz ohne Fenster, ein Eingang so schmal wie ein Schlauch, ein Wohnzimmer ohne Tisch, eine winzige Küche, in der gerade mal eine Person stehen kann. Und ein Schlafzimmer, in dem die Betten so eng beieinander stehen, dass man krabbeln muss, um ins Ehebett zu gelangen. Apropos Ehe, Annas Mutter lebt ohne Mann. Wieso ist die aktuelle Situation in der Favela so sehr angespannt? Was hat sich verändert? Seit einem Jahr hat es sich sehr verändert, oder? Bevor die Favela befriedet wurde, wussten wir, wann es Schusswechsel geben wird. Wir wussten es, weil sie es vorher ankündigten. Wenn sie Feuerwerkskörper oder Böller losließen, war es die Warnung für uns, dass in Kürze
die Polizei in die Favela eintreten wird. Jetzt ist es nicht mehr so. Wir gehen aus dem Haus und plötzlich könnte etwas passieren. Wir haben immer große Angst. Ein neuer Tag beginnt, nach einem abenteuerlichen Heimweg am Abend zuvor. Wir wurden im Dauerregen durch die Dunkelheit mit einem Motorradtaxi aus der Favela geschleust. Natürlich ohne zu filmen. Uli hat heute ein Treffen mit einem Manager bei Repsol Sinopec, einem Ölkonzern, der sich aber auch sozial engagiert. Er sponsert das Orchester der Musikschule Rossinia. Wir dürfen ihn begleiten. Repsol Sinopec ist ein brasilianisches Unternehmen, eine Fusion der spanischen Firma Repsol und der chinesischen Firma Sinopec. Wir arbeiten im Wesentlichen an Bohrungen zur Gewinnung von Erdöl in der Bacia de Campos im Bundesstaat Rio de Janeiro, wo sich unsere Arbeiten konzentrieren. Unter den unzähligen Anfragen und Optionen, die wir vor einem Jahr für ein Sponsoring bekommen haben, hat die Musikschule Rossinia die meiste Beachtung gefunden. Besonders die Nähe zu einem extrem benachteiligten Stadtteil und die Möglichkeit, die Musikerziehung und die musikalische Ausbildung chancenloser Jugendlicher zu fördern, hat uns motiviert. Darüber hinaus können wir zu einer besseren Bildung und zu einem Leben mit Würde beitragen. Uma formação digna, que possam ter o exercício de sua cidadania plenamente garantido. Uli freut sich über den Ausgang des Gesprächs und auch über eine erneute Zusage von Unterstützung für sein Projekt. Da jetzt gerade Mittagszeit ist, nutzen wir die Gelegenheit, um in einem der zahlreichen Restaurants an der Copacabana eine Kleinigkeit zu essen. Es gibt viel frisches Gemüse, Fleisch vom Spieß und dazu Reis und Bohnen. Generell kann man sagen, dass in Brasilien relativ viel Wert auf eine ausgewogene Ernährung gelegt wird. Danach, wieder in der Favela, treffen wir auf Senor Martins. Er ist sozusagen der Sprecher der Favela-Bewohner. Er berichtet uns von aktuellen Problemen. Das größte Problem in der Rossinia ist das Fehlen einer intakten Wasser- und Abwasserversorgung. Die Rossinia ist ein Gebiet mit einem großen Aufkommen an Tuberkulose, Wurm-, Darm- und Hauterkrankungen, weil es noch keine Abwassersanierung gibt. Denn die Abwassersanierung bedeutet Gesundheit. Bedauerlicherweise sehen die Regierenden das nicht so. Sie wollen lieber eine Seilbahn in der Rossinia bauen. Aber die Bewohner sind völlig dagegen. Und die Politiker investieren nicht in die Kanalisation im oberen Teil der Favela, sondern eher unten, weil sie wollen, dass ihre Investitionen gesehen werden. Ein Beispiel dafür ist das PAC 1, nämlich der Bau eines Sportzentrums, einer Fußgängerbrücke, einer Bibliothek, einer Wohnanlage und einem Abwasserkanal. Alles sichtbar für alle am Eingang der Rossinia. Und das alles, weil die Politiker in gutem Licht erscheinen wollen, um damit Stimmen bei der nächsten Wahl zu fangen. Não, o que tem aqui, quer dizer, não é aqui na Rocinha, no Brasil, é questão da Bolsa Família. Das Einzige, was der Staat für die ganzen Armen hier in der Favela anbieten kann, ist der Familienzuschuss, ein bundesstaatliches Gesetz.
Dafür muss eine Familie ihre Armut nachweisen und auch, dass die Kinder zur Schule gehen. Denn die Regierung verlangt die Schulbildung dieser Kinder. Pro Kind gibt es dann 80 Real, ca. 20 Euro pro Monat. Zusammenfassend also, mein Wunsch für die Rohingya wäre vor allem Sanierung, Urbanisierung und Bildung für alle. Und zur Bildung gehört natürlich auch die Musik. Weil Musik Lebensfreude bedeutet. Die Musik bringt Wohlgefühl und der Mensch soll glücklich sein. Und die Musik bringt Freude und Glück. Man sieht, hier ist vieles in Bewegung, aber oft nur zum Schein. Und in der Realität sind die Fortschritte leider überschaubar. Vor allem werden die wirklich Bedürftigen häufig nicht erreicht und können nur auf die Hilfsmaßnahmen privater Organisationen hoffen. Während wir filmen, entdecken wir bei einem Seitenblick überrascht, dass direkt neben der Favela tatsächlich Hochhäuser der besser Betuchten regelrecht aus dem Boden schießen. Wie kann das zusammengehen, wenn Reich und Arm so eng beieinander wohnen? Uli kennt diese Entwicklung und bietet uns an, eine solche Reiche persönlich kennenzulernen. Gesagt, getan. Wir lassen uns zum Kaffee einladen bei Roberta. Roberta lebt zusammen mit ihrem Mann und einem italienischen Mini-Windhund in einem sehr geräumigen Luxus-Apartment im 28. Stock. Von hier aus hat man einen gigantischen Ausblick auf den Strand. Die Favela, aber auch auf die Villen der Reichen und den Golfplatz. Roberta, ein ehemaliges Model und Managerin im Finanzsektor, kennt die Unterschiede zwischen Arm und Reich und engagiert sich freiwillig in der Musikschule. Denkst du, dass du reich bist? Naja, es kommt auf den Zusammenhang an, womit bzw. mit wem man Wohlstand vergleicht. Wenn man mich innerhalb der Gemeinschaft betrachtet, dann bin ich aus deren Sicht vielleicht schon reich. Aber verglichen mit anderen wohlhabenden Menschen, nein, dann bin ich nicht reich. Also wir sprechen jetzt nur vom Geld, aber da gibt es ja auch noch andere Dinge, Kultur zum Beispiel. Oder Gesundheit. Wie müsste sich die brasilianische Gesellschaft in Zukunft deiner Meinung nach ändern? Zuerst einmal müssten politische Veränderungen her. Und dann natürlich braucht unsere Gesellschaft wirtschaftliche Veränderungen. Denn Brasilien hat so viele Möglichkeiten. Es ist ein gesegnetes Land. Temperaturen, Klima, die natürlichen Rohstoffe. Es ist einfach traurig, dass wir uns in dieser schlimmen wirtschaftlichen Lage befinden. Wir brauchen mehr Good Governance und weniger Korruption. Die Menschen müssen sich verantwortlich fühlen für das, was sie tun und einfach ihren Job machen. Wie können wir deiner Ansicht nach die Kluft zwischen Arm und Reich verringern? Ich denke zuerst einmal an Bildung für alle. Bildung ist der Schlüssel zu einem besseren Leben, zu einem besseren Gehalt und zu einer Verringerung dieser Kluft. Ist es denn im Interesse der Reichen, die Situation zu verbessern? Das denke ich schon. Es sollte zumindest in deren Interesse stehen, in einer Welt zu leben, in der du nicht auf die Straße gehen kannst, nicht am Strand spazieren gehen kannst, weil du Angst hast, ausgeraubt zu werden. Das ist doch für niemanden gut. Weder für die Reichen noch für die Armen. Deshalb glaube ich, ist es in jedermanns Interesse, eine ausgeglichenere Gesellschaft zu haben. Das klingt sehr gut. Aber meinst du, alle Reichen denken so? Wenn sie nicht so denken, sind sie dumm, weil sie die Lage auch für sich selbst verschlechtern, für ihre Kinder, ihre Enkel. Die Welt kann so nicht weitergehen. Es gibt einen zu großen Unterschied zu der anderen Hälfte der Menschen. A lua, tal qual.
Wieder zurück in der Musikschule treffen wir auf Jago. Er und seine Schwester Jasmin spielen zusammen im Orchester der Musikschule. Beide haben dabei richtig Spaß. Wir freunden uns an und werden spontan zu ihnen nach Hause eingeladen. Wir nehmen gerne an, denn nun heißt es noch einmal eintauchen in die Favela-Welt. Eine steile Treppe führt hinauf bis zum Wohnbereich. Alles wirkt, wie schon in den anderen Unterkünften, etwas abgewohnt, aber sauber. Uns empfängt ein intensiver Duft nach Knoblauch und anderen Gewürzen. Jago und Jasmin leben zusammen mit ihren zwei Schwestern Brenda und Cynthia bei ihrer Großmutter. Denn ihre eigentliche Mutter ist drogensüchtig und lebt irgendwo in Rio auf der Straße. Jedes der vier Kinder stammt von einem anderen Vater. Zwei der Väter sind bereits verstorben. Einer durch eine Kugel, der andere durch einen Infekt. Und von den weiteren fehlt jede Spur. So kümmert sich nun Oma Vera um die kleine Bande. Es herrscht gute Stimmung und wir werden zum Essen eingeladen. Nach dem Essen erzählt sie uns von ihrer Tochter. Einer Tochter, die eigentlich in ihrem Leben keinen richtigen Weg gefunden hat. Die immer wieder mit anderen Männern unterwegs zusammenkam, dann schwanger wurde, aber nicht den Mut oder auch nicht das Glück hatte, ein glückliches Familienleben zu finden. Meine Mutter starb, als ich 4 Jahre alt war. Mein Großvater hat sich sehr um mich gekümmert. Wie ich jetzt also Oma geworden bin, tue ich genau das, was mein Opa für mich getan hat. Also will ich, dass meine Enkel sich bilden. Meine große Angst ist, dass ich keine Zeit mehr habe. Ich habe Diabetes. Meine Hoffnung ist nun also, für die Kinder da sein zu können. Es gibt niemanden mehr, der sich um sie kümmert. Nur mich. Sie berichtet uns vom Leben in der Favela, dass sie immer große Angst hat, das Haus zu verlassen, weil man jederzeit in einen Schusswechsel geraten kann. Und dass sie sich immer große Sorgen macht um ihre Enkelkinder, ob sie auch sicher wieder zurückkommen. Es ist spät geworden. Draußen waren immer wieder Schüsse zu hören. Zu gefährlich, jetzt noch das Haus zu verlassen. Also was tun? Oma Vera hat die Lösung. Nach kurzer Organisation richtet sie uns 2 Schlafgelegenheiten und nach einer Katzenwäsche fallen alle müde ins Bett. Doch wir auswärtigen Gäste finden nur schwer Schlaf, denn hier in der Favela herrscht auch bei Nacht immer eine gewisse Unruhe. Man spürt, dass hier sehr viele Menschen auf engstem Raum zusammenleben. Am nächsten Morgen weckt uns Oma Vera und wir torkeln aus unseren Betten. Es gibt Kaffee und Brot. Alle richten sich und wir verlassen gemeinsam die Wohnung. Sugo sempre, busco sempre a sonhar em vão. Cor vermelha, carne da sua boca, coração. Beim Gang durch die Favela bekommen wir immer wieder Anweisungen von Oma Vera. Jetzt nicht filmen. Oder auch nicht nach links schauen, das sind Banditen. Für uns als Außenstehende ist die Stimmung hier kaum kalkulierbar. Alles wirkt irgendwie ganz normal und doch seltsam. Wann muss man aufpassen? Wann Angst haben?
Eu já esqueci você, tento crer nesses lábios que meus lábios sugam de prazer. Sugo sempre, busco sempre a sonhar em vão. Am Nachmittag treffen wir wieder auf Uli. Er hat erfahren, dass eine seiner ehemaligen Schülerinnen zu Besuch beim Favela TV ist. Wir schauen uns den Film an, der vor 15 Jahren gedreht wurde. Es wird sentimental. Camilla kam mit 14 Jahren zur Musikschule und lernte dort Querflöte und Gitarre. Heute arbeitet sie als Produzentin für Audiovision und TV. Então éramos crianças e ali foi uma sementinha plantada. Hoje vemos que as pessoas. Was wir gerade im Video gesehen haben, ist ein Samen, der zum Baum gewachsen ist. Denn die Kinder gehen heute teilweise in die Universität. Wir haben Lehrer, wir haben Anwälte. Sie arbeiten und tragen die Früchte, die gepflanzt worden sind in der Vergangenheit. Hätten sie nie in der Musikschule begonnen, wer weiß, ob sie das studiert hätten, was sie jetzt studiert haben. Denn wir hatten ja Gilberto, der uns angespornt hat. Du musst mehr üben, mehr lernen. Und das war für uns Kinder sehr wichtig. Und wie gut, dass die Musikschule noch da ist. Und ich hoffe, dass sie noch mehr expandiert. Denn der obere Teil der Rocinha wird von niemandem besucht und niemand geht runter. Alle Angebote von der Stadt werden nur von den Anwohnern des unteren Teils der Rocinha genutzt. Aber die Kinder, die oben leben, genau dort, wo die Musikschule sich erweitern will. Diese Kinder laufen jeden Tag auf der Straße herum. Als Präsidentin von Rocinha, was würdest du ändern wollen? Ja, wenn ich die Präsidentin der Rocinha wäre, das darf ich nicht sagen, was ich verändern würde? Ich glaube, dass ich für den hässlichen Teil der Favela Dinge organisieren würde, die niemand dorthin bringen möchte. Denn hier unten, am Beginn der Rocinha, haben wir eine gute Struktur und schön gestrichene Häuser. Und oben in der Rocinha leben die Menschen in Holzhäusern. Es existiert oft nicht einmal eine Toilette im Haus. Oben ist der hässliche Teil der Rocinha. Wäre ich also Präsidentin der Rocinha, so würde ich die ganze Struktur nach oben hin verbessern. Ich würde Augen für die Menschen haben, die niemand sehen möchte. Uli ist sichtlich gerührt. Denn im Zuge der Dreharbeiten wird ihm eigentlich jetzt erst so richtig klar, was er in den Menschen mit seiner Arbeit bewirken konnte. Die Ergebnisse sind hier und jetzt sichtbar. Wir kehren zurück in die Musikschule. Dort wartet bereits Simone auf uns. Simone war eine der ersten Schülerinnen in der Musikschule. Die Zeit hat sie so geprägt, dass sie heute sogar als Büroassistentin dort arbeitet. Die Musikschule bedeutet mir alles. Meine Mutter war alleinerziehend mit 4 Kindern. Und wir alle mussten arbeiten, um meiner Mutter zu helfen. Deswegen haben meine Geschwister alle keinen Schulabschluss. Nur aufgrund des Einflusses der Musikschule konnte ich die Schule überhaupt abschließen. Ich arbeitete dann als Kassiererin. Da war ich bereits 18 Jahre alt. Da hat mich Gilberto aus dem Einkaufszentrum zurückgeholt und sagte, nein, wir werden dich nicht verlieren. Dein Platz ist hier. Wir glauben an dich. Also dachte ich, Mensch, wenn sie an mich glauben, wieso tue ich das nicht? Also kam ich mit allem zurück. Wie oft kam ich hier an, begann zu singen und fing an zu weinen.
Denn weißt du, dieser Platz hier ist mein Platz. Ich weinte oft. Und Valaria, die Chorleiterin, ließ mich weinen und sagte, lasst sie weinen. Also war all das etwas, an das ich glaubte. Ich glaube immer noch daran. Ich meine, die Musikschule hat eine ganz wichtige Aufgabe. Es hat etwas mit dem sozialen Miteinander zu tun, den Kindern das auf eine Art und Weise zu vermitteln, dass sie es verstehen. Die Musikschule hat dazu die Möglichkeit, ihnen das in einer Form ohne Druck und Aggression nahezubringen. Ich denke, das ist unsere größte Herausforderung, ihnen etwas über das Zusammenleben beizubringen. Ihnen qualitativ gute Musik zu lehren. Eine Musik, die sie nicht aus Pflicht, sondern aus Freude an der Sache spielen. Ich bin ganz berührt, denn heute bin ich die Assistentin von Gilberto in der Koordination der Musikschule. Das ist etwas, was mich sehr stolz macht. Ich glaube, so oft bekommt man nicht so eine Chance, etwas so Großes koordinieren zu dürfen. Denn das Projekt gibt es nun schon seit so vielen Jahren. Und trotzdem, hier zu sein, als Assistentin, das ist so viel mehr und fast schon kurios. Ich war Schülerin. Und wie konnte ich damals glauben, dass ich hier eines Tages arbeiten werde? Das lässt sich nicht in Worte fassen. Du verstehst, was ich fühle, oder? Ich habe mich einfach nur zu bedanken. Wir haben 73 Kinder im Laufe der Jahre oder Jugendliche, die studiert haben, ja, oder auch noch studieren. Und das ist doch auch ein materiell ablesbarer Erfolg. Und ich sage immer, wenn es nur für ein Kind gewesen wäre, hätte es sich schon gelohnt. Denn jede Seele, die man rettet, ja, ist die Sache wert. Uli möchte uns zum Abschluss noch eine neue Idee mit auf den Weg geben. Dass wir es schaffen, auch die Kinder zu erreichen, die eben etwas in den höheren Bereichen der Rossinia wohnen, die wir ja nicht so gut erreichen, weil der Weg einfach zu weit ist und auch zu gefährlich ist für viele Kinder. Die kommen nicht so von ganz oben hier runter. Und vor allen Dingen auch der Rückweg ist dann oft sehr beschwerlich, oft abends dann lange Wege zu gehen durch diese schmalen Gassen. Und deswegen wäre es gut, wenn wir da auf halber Höhe der Rossinia noch eine zweite Schule öffnen könnten, also eine Zweigstelle oder eine Filiale, wie man es nennen will, wo die Kinder dann hingehen, die eben in diesem Bereich wohnen. Und die wollen wir dafür gewinnen. Und das wäre auch ganz dringend nötig, denn die haben es besonders nötig, die da oben wohnen, denn die sind teilweise wirklich verloren. Das sind Kinder, die einfach auf der Straße herumirren und weil es auch wegen der häuslichen Enge auch, die sich zu Hause nicht wohlfühlen, wo auch viele, gerade in diesem oberen Bereich, das ist ein ganz besonders schwerer sozialer Brennpunkt. Weil da gibt es auch viele Eltern, die sind eben drogenabhängig oder Alkoholiker. Und diese Kinder, denen geht es wirklich nicht gut. Und wenn man für die müsste man gerade die Tür öffnen in eine andere Welt. Und das ist meine Intention. Und diese Kinder da herauszuholen und zumindest zeitweise auch in der Schule eben dann zu zeigen, es gibt was anderes, es gibt was Besseres, ja, als dieses Umfeld, in dem ihr lebt. Eine ereignisreiche Zeit geht zu Ende. Wir haben in den letzten Tagen vieles gelernt über das Leben in der Favela, über die Menschen am Rande der Gesellschaft. Die Herzlichkeit und Offenheit, mit der wir immer wieder empfangen wurden, hat uns tief bewegt und Spuren in uns hinterlassen. Wir haben erfahren, dass es sich lohnt, in diese Menschen zu investieren, die Kinder von der Straße zu holen und ihnen die Musik näher zu bringen. Mittlerweile sind wir mit Oma Vera und ihren Kindern auf Facebook befreundet. Man sieht Brasilien.
die Favela, die Menschen lassen einen nicht mehr los. Gut so. Partiu.